Willkommen bei Pokémon Feuerrot. Ja, der letzte Part. Was muss ich denn noch machen? Okay. Also, hier nur noch die Turnierboroiden. Vollenden, das können wir doch glatt machen. Aus irgendeinem Grund regt mich jede Bagatelle auf. Ich versuche mich durch tiefes Atmen abzuregen. Mann, Leute, läuft das LP jetzt schon lang. Da wird man ja fast ein bisschen melancholisch, jetzt wo es vorbei ist. Natürlich ist man auf der einen Seite erleichtert, weil, ja, also die Sachen am Ende sind natürlich dann doch blöd gelaufen, das ist ganz klar, aber, ja, irgendwie war es doch auch ganz nett, also, da kann man jetzt echt nicht sagen, was? Das ist ein Trainer? Okay, das hatte ich jetzt irgendwie anders in Erinnerung. Na egal, Tom. Knocke. Okay, also dann könnte ich mir tatsächlich nicht, wenn das hier Trainer sind. Ja, wo wir jetzt sind, wir sind hier bei der den Ruinen. Und hier gibt es, soweit ich weiß, 7 verschiedene Höhlen, die Inkognitos beinhalten. Und es gibt ja 26 Inkognitos in diesem Spiel, plus Ausrufezeichen und Fragezeichen. 26 Buchstaben stehen für das Alphabet. Eingeführt wurde das erstmals in Gold-Silber-Kristall in der Johto-Region. Mit den 26 Buchstaben, dann kam Ausrufen und Fragezeichen noch dazu, zusätzlich. In Generation 3. Ganz nett, die Sache. So, fertig. Ah, das schließt also ganz alleine Pokémon. Du bist wirklich eine außerordentliche Persönlichkeit. Tom bringt mir das Malen bei. Sind beides Trainer, okay? Da werde ich mich ja doch nochmal genau umgucken müssen. Werde ich wohl noch einige Trainer haben und es ausklingen zu lassen. Aber ja, ich kann euch ja vielleicht mal eine der Höhlen zeigen. Wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich muss zugeben, in Diamant und Perl, also, na gut, in Diamant nicht, sondern in Perl habe ich alle Inkognitos gesammelt. In Platin ebenfalls und in Hard Gold ebenfalls. In Soul Silver noch nicht, in Diamant auch noch nicht, weil ich in dem Spiel noch nicht so weit bin, aber das mache ich durchaus nebenher. Hier habe ich das noch nicht gemacht, aber ich nehme an, wenn ich in Blattgrün mal hier privat bin, werde ich auch das machen. Das Gute ist, da muss man nicht irgendwie speziell freischalten, sondern das, da kann man einfach im Internet eine Liste nachgucken und Dreiecke Kammer. Und dann sieht man gleich, welche Inkognitos erscheinen. Ich spiele übrigens Sigmund Vitani City, wie so eine Seeschauminsel. Und ja, hier haben wir zum Beispiel ein Inkognito. So sieht das in etwa aus. Ja. Das war's eigentlich von dem Ort. Könnt, wie gesagt, versuchen zu fangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man in diesem Spiel was Spezielles kriegt, wenn man alles 26 hat. Ich glaube nicht. In Diamanten, Perl, gut, und Platin kriegt man aber auch noch Sticker. In Halbgold soll Silber zumindest ein paar Einträge auf seinem Inkognito-Dex, aber ja. Geht einfach zu Pokewiki. Die Liste weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig. Aber das schlägt genau, welche Inkognitos ihr auf welcher Insel findet. Und, welcher Insel? In welcher Ruine ihr findet. Und ja, dann. Viel Spaß damit. Oh, ich sehe gerade, wir haben Level zu bekommen. Cool. Das war jetzt irgendwie unnötig. Egal. Ich werde diesen letzten Part noch einmal zum Anlass nehmen, mit meinen letzten beiden Teammitgliedern zu kämpfen. Sorry, ich weiß nicht, was gerade das Problem war. Irgendwie hat sich mein Emulator gerade geschlossen. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, ja, ist das wohl so. Und ja. Diese Ziele hier wurde übrigens in vielen Johto Kanto Remakes, Johto Remakes für den Game Boy Advance als, für die Alfruin genommen. Und hier ist die Petzwulp-Kammer. Er unterscheidet sich. Also ich. Ich würde es so, das nicht arg zu weit zu betreten, weil so viel bringt das nichts. Aber ja, auf alle Fälle, diese Kammer beinhaltet, beinhaltet andere Inkognitos. Ich entschuldige mich außerordentlich für meinen Versprecher. Und diese Inkognitos sind, wie soll ich sagen,
Ja. Egal. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. Oh, ein Wanderer. Was hat das hier? Ein mystisches Pokémon schlafen soll. Ja, Die Inneneinrichtung unterscheidet sich ein wenig. Also, es hat zwar immer die gleichen Teils, aber die sind teilweise anders angeordnet. Was ja die Ruine einfach symbolisieren soll, hat man, also groß etwas ableiten kann man daraus jetzt nicht, aber ja, nur so zur Nebeninfo. Und ich glaube, ich habe nicht gehört, ich glaube, es gibt nicht 7 Schatzinseln, sondern nur 5, oder? Also ich glaube mich jetzt daran erinnern zu können, dass 5 waren. Ich glaube, ich habe mich... durch die 7 Schatzschlucht durcheinander bringen lassen. Ist natürlich in diesem Fall falsch. Okay, was? Noch ein Georg? Okay. Verdammt. Ich lasse sowas weg, dann eben Psychokinese. Das müsste auch für ihn ausreichen. Ach ja. Aber der darf jetzt lang genug kämpfen. Jetzt hätte ich mal mein Teammitglied holen. Ich fühle mich trotzdem irgendwie verbunden. Ich meine, ich habe ihn ja gefangen und so. Das war schon ein Freund von mir. So. Dann darf Benny auch mal kämpfen. Warum nicht? Ich habe gehört, dass es noch andere Ruinen wie diese geben soll. Vielleicht sind die Ruhestätte anderer mystischer Pokémon. Ja, hier haben wir die Einamon-Kammer. Die Dreieckskammer und Einamon-Kammer lassen natürlich schließen, welche Zahl es gehen sollte, aber die davor, keine Ahnung, wo ich gerade drin war. Es hat irgendwas mit Q gehabt, dazu wäre eine 4 denkbar, wegen Quadrat und so. Quartett, also Kinke heißt, Quattro heißt 4 im Spanischen, Kinke heißt 5 im Spanischen, also beides wäre da denkbar, ich weiß es nicht ganz genau. Schauen wir uns die anderen Namen nochmal an. Oh, Tentachahai. Und Zertrümmerer. Geht's im Ernst? Ich vergleiche mir einen Kommentar einfach. Ich versuche auf die positiven Seiten mit diesem LP zurückzublicken. Trotz einiger Differenzen, die ich hatte, die ich jetzt wirklich nicht noch einmal weiter vertiefen möchte, habe ich dieses 4 Zisse kam. Okay, das ist die 4, was andere irgendwas mit 2. Das möchte ich jetzt wirklich nicht nochmal näher erläutern. Ich versuche jetzt einfach auf das Positive zu bringen, das hier läuft seit Sommer. Und ja. Es hatte auch positive Seiten, ja. Das sollte man jetzt nicht nur zu negativ beleuchten, aber gut. Och, na großartig. Jetzt kann ich den gleich wieder rausholen und stattdessen Stony rein. Also, ciao Benny, hi Stony. Feuerrote? Ein Onyx mit Feuerrote? Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, kommt, bald ist der letzte Part. Nochmal Metronom, da haben wir meinen Freund kommen. Also beschissen hätte es echt nicht machen können, oder? Eine normale Attacke. Junge. Das muss nächstes Mal besser werden. Und da der immer Feuerrote meint, das kann ich Power Punch wohl auch vergessen. Och, nö, Menschenskinder. Autsch. Also, du solltest hier den Fall nicht kassieren, Junge. Mach was. Baumwollsaat? Ja, schön. Da haben das die Paralyse vielleicht wieder ausgeglichen. Ne? Lol, hallo sogar, aber trotzdem, obwohl es so scheiß langsam ist. Es ist ein langer und qualvoller Kampf. Oh Mann. Aber komm, irgendwas Geiles muss er doch mal raushauen. Ah, jetzt hätte ich Powerpoint machen können, egal. Was hast du als Metronom, mein Freund? Frostbeule, das ist doch gut. Das ist gut. Jetzt lebt er noch. Achso. Frostbeule, diese Attacke kenne ich gar nicht so sehr. Also ich weiß, ich habe sie natürlich mal nebenher gehört, aber so wirklich kennen? Natürlich diese Attacke mal überhaupt nicht. Oh, heute ist der Bruno? Das heißt einer... Den Namen von einem der Top 4 wurde hier random gewählt? Im gleichen Spiel?
Lol. Das wusste ich ja mal gar nicht. Okay. Weiter geht's hier. Nicht verwirren lassen. Hier geht's hier. Oh, Moment. Oder waren es doch 7? Finny. Biskuskammer. Ne, das waren nur doch 7. Weil hier geht's weiter. Ganz eindeutig. Gut, man kann es natürlich übersehen. Aber doch, doch, ach so, das waren doch 7. Dann waren wir den ersten Dübelchen doch richtig. Hier haben wir die Lilex-Kammer. Ja, das ist natürlich ganz eindeutig die 6. 7 Ruinen natürlich deswegen wegen dem 7 Schatzschluchteingang und wegen den Savvy Islands. Und hier Siborbia-Kammer. Damit wäre das alles geklärt. Und das letzte, was wir noch zu tun haben, ist die Pokémon-Liga. Yippie! Und ich denke, da werde ich, weil ich ja das letzte Mal am kürzesten von allen kam, ich habe nämlich nur gegen Lorelei gekämpft, werde ich zu diesem Mal wohl auch tun. Aber ja, auf zu den Liga-Rematches, würde ich sagen. Juppo! Danke, die Pokémon sind geheilt und damit auf zum Indigo-Plateau. Zunächst muss man natürlich nach Kanto zurückkehren. Dum, dum. Nach Orania City, bitte. Seeschritt Tempo 7. Das habe ich gerade Seeschritt gesagt. Oh Mann. Danach geht's dann bei Domi weiter, dann ist dieses LP den Akten gelegt. Ich danke auf alle Fälle allen, die mich während dieser Zeit unterstützt haben. Das war mein erfolgreichstes Projekt bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, wie gesagt, es war nicht nur alles negativ. Also, ich versuche im Größten das Positive darauf zurückzublicken, auch wenn natürlich es durchaus Unstimmigkeiten gab, aber egal. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich, Lorelei von den Top-Wie, bin zurückgekehrt. Du weißt ja Bescheid, niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winzen, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Oh ja, yeah. Bin ich. So, sie hat nach wie vor nur 5 Pokémon, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwach. Dass die immer noch nur 5 Pokémon, aber die sind deutlich verstärkt. Und allein hier haben wir schon ein Problem, weil Yugong könnte mich mit einer sehr wichtigen Eisattacke ownen. Deswegen muss ich jetzt wirklich hoffen, dass der Donnerblitz ihm den gar ausmacht. Ansonsten habe ich ein Problem. Ein ziemlich fettes Problem. Gut, Yugong ist tot. Wunderbar. Dann kommt jetzt Austoss. Da kann ich Zapdos auf alle Fälle draußen lassen. Austoss ist nur Wasser. Natürlich kann jedes Wasser-Pokémon auch Eis-Attacken. Also Eisstreicher will ich jedes Wasser-Pokémon lernen. Umgekehrt ist es nicht so, dass jedes Eis-Pokémon auch Surfer zum Beispiel lernen könnte, aber jedes Wasser-Pokémon kann Eisstreicher. Das würde ich keins einfallen, was das nicht könnte. Okay, Lapras. Ich lasse ihn einfach drin. Ich weiß, es ist riskant wegen der Eisattacke, die sehr effektiv auf Zapdos wäre, aber ich riskiere es einfach. Ja. Und auch drauf. Ich weiß, ihr hättet Donnerwelle auch machen können. Aber ich denke, dass ich ihn schon in 2 Runden erledigen kann. Mhm. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Ja. Ja, das wird jetzt natürlich wehtun. Das wird wehtun. Es wird ihn zwar nicht töten, weil so groß ist der Spezialangriff von Lapras nicht, aber es wird wehtun. Ja, ja. Ja. Hatte ich mir gedacht. Oh. Seht ihr, und da wäre die Paralyse so oder so weg gewesen. Also hätte ich praktisch nur diesen Zug verschwendet gehabt. Deswegen, ja, gelohnt hat es sich nicht wirklich. Also weiter schwächen. Ich hätte auch Gengar einsetzen können, so wie beim letzten Mal. Aber ich denke, da wäre das Problem gewesen, dass kein Step drauf war und die Attacke insgesamt zu schwach gewesen wäre. Deswegen. Damit habe ich ihr stärkstes Pokémon allerdings niedergerungen, was sehr positiv ist. Yippie! Rosanna. Also, sie gehört zu denjenigen, wo man sagen muss, Teamveränderung fand eigentlich null statt. Ich glaube, sie hat danach noch ein Keifel, aber das war's halt auch schon. Sie hebt sich bis zum Schluss auf. Da haben, ja, da waren die Rematcher aus Heart Gold und Silver dann doch deutlich besser. Da hatten sie auch 6 Pokémon, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, dann hatten auch die unteren Top 4 6 Pokémon. Ich sehe es, ich sehe es, jetzt erlebt!
Ich habe ganz selbstverständlich nicht auf die Leiste geschaut. Es lebt ja noch. Des Teufels. Respekt. Ja, das Keifel. Puh, was setzt sich gegen Keifel ein? Wenn mir Glurak gar nicht nach wie vor am liebsten, wecke ich ihn halt auf. Sollte auch kein Ding sein. Pokelflöte. Kommt die auch nochmal zum Einsatz? So schließt sich der Kreis. Ich glaube, die habe ich ja damals auch geholt, oder? Der Mr. Fuji? War ich das? Ich glaube schon, dass ich die geholt habe, ja. Ich glaube, ich hatte den Part damals in der Lavandia-Spitze. Genau, genau. Da hatte ich doch angefangen und als ich wieder kam, war ich irgendwie ja, an der gleichen Stelle noch, obwohl zwei andere da dran waren. Scheiße. Bullshit. Dreck, ey. Ja, ich hab dich mit einem dass ich ihn erst noch aufwecken muss. Scheiße. Aber gut, das will ihn hoffentlich erledigen, ansonsten habe ich ein dickes, fettes Problem. Okay. Okay, okay, okay. Damit ist er weg und damit ist auch die Zeit für meinen Part und die Sendung ist im LP vorbei. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und ja. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Es ist ja nicht gesagt, dass es keine Triggers mehr geben sollte. Egal mit wem, egal wann, egal wo. Es kann immer mal wieder ein Trigger geben. Wer weiß. Und ja. So, da gebe ich ihm am besten den nach vorne. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Pokémon Feuerrot. Bis dann.